Guten Morgen, herzlich willkommen zum nächsten Video. Es geht weiter mit dem V10. Wir sind zum Hermann gefahren, H2 Motors in Overath. Wir haben jetzt hier gar keine lange Vorgeschichte gedreht. Wir wollen direkt einsteigen mit dem Thema. Auto steht bereit, ist noch schön knackig heiß. Und heute geht es um das Thema Lagerschalen beim V10. Wir sind ja alle des Todes gespannt, wie der Zustand von den Lagerschalen ist. Es sind ja wahrscheinlich noch die ersten. Wir werden heute eben Lagerschalen wechseln, weil ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen mit dem Auto jetzt so ein bisschen Kette zu geben, ein bisschen für euch ein paar Action-Videos zu machen, ein bisschen Sound, all sowas, weil ich wirklich Angst habe, dass da vielleicht mal eine fliegen geht. Deswegen machen wir heute nur die Lagerschalen und die gesamte Motorrevidierung, also wo wir den Motor ausbauen, komplett alle Dichtungen neu machen und anschauen, wie er von innen aussieht, das machen wir später. Das kommt erst in ein paar Monaten, so Richtung Winter vielleicht, weil das ist bei dem Auto wesentlich aufwendiger, bei dem Motor wesentlich aufwendiger als beim 335. Das geht nicht an einem Tag. Zwei Köpfe, 10 Zylinder, das ist alles ein bisschen, ist ein größerer Job. Und deswegen machen wir jetzt das, was wirklich dringend notwendig ist, die Lagerschalen. Und jetzt höre ich auf zu quatschen, wir fahren den Wagen rein. Und dann geht's direkt los. Wir machen euch einen kleinen Zeitraffer von der Demontage. Und der Hermann hat ein paar schöne M-Raritäten hier. Die gucken wir uns in der Zwischenzeit mal an. Aber jetzt bringen wir den Wagen rein. Habe ich einfach, also ne, wir wollten ja eigentlich jetzt erstmal Hallo sagen, aber jetzt machen wir so ein kleines Arrangement und kriege ich einfach Schlüssel für. Und guck mal dieses Ding an, hier schön aus Finnland. Plack, oh, die Tür aufgeht schon. Der Geruch, ne? Der Geruch alleine. Boah. Eieiei. Mega. Bis gleich. Schalter, ne? So schön. Hier ist das geil. Und Farbe, ich finde ja, also Rot ist ja so eine Farbe, die ich wirklich, die muss man sich trauen, ne? Bei solchen Autos. Grüße gehen raus an Norbert. Alter. Norbert? Was für Norbert? Ach so, ja. Ja, Mann. Imola Rot. Hi. Ey, da darfst du jetzt nicht reinfilmen. Warum? Das ist auf jeden Fall E39 Heaven hier. Unfassbar. Unfassbar. Guck dir an, wie schön dieses Auto ist. Kennt ihr noch diese Werbung mit Clive Owen und Madonna? Kennst du die? Ja. Ernsthaft nicht? Nein, nein. Es gab mal von BMW, die haben mal so eine Zeit lang so Werbespots gemacht mit so mit Clive Owen. So richtig Kino-Trailer-Spots. Und da gibt es so einen geilen, ich weiß nicht, den dürfen wir nicht einbinden, denke ich. Mache ich den Link unten in die Beschreibung. Also Clive Owen ist so Fahrer, ja, so Taxifahrer mit einem M5 und holt Madonna ab und dann muss sie irgendwie ganz schnell irgendwo hin oder wird irgendwie verfolgt. Und dann ballert der so quer durch New York. Ist einfach dieses Auto, ne? Ja, hier haben wir was für die Heizöl, Freunde. Unfassbar. Hermann! Hallo! Grüß dich erstmal. Alles gut? Komm, das machen wir nochmal. Das war nicht richtig. Komm. Ja! Jetzt hast du uns hier einfach schon direkt wieder was richtig Cremiges serviert. Ja. Auf dem Silbertablett. Komm, lass mal kurz durchgehen. Hier vorne. Direkt also der linke wird noch gemacht. Doppel M5. Auch schön. So in Schwarz. Guck dir das mal an hier. Ja, mit schwarzen Rädern. Ne? Und auch von innen richtig schön. Ja gut, voll jeder Paket, ne? Mit Mel. Aber der kriegt auch echt ein großes Paket. Der Kunde hat auch schon viel selbst angeliefert. Also Fächerkrümmer sind also dabei. Also muss der Motor gemacht werden, oder? Mhm. Und der hat schon einiges an Upgrades schon da gelassen, die wir auch direkt verbauen werden. Der andere ist fertig. Wie viel hat der gelaufen?
Oh du, keine Ahnung. 200? 200? 200 glaube ich schon. Ja, Batterie ist tot. Okay. Kann auch sein, dass er abgeklemmt ist. Ja gut, okay. Hier ja. Sieht man halt... Ja gut, aber das haben die alle. Ja, ja klar. Egal, ob du jetzt den roten anguckst. Ist das Baujahr 2000? Ja, das muss eigentlich... Ich meine, es gibt so ein paar Sachen, woran man sieht. Aber der ist auf jeden Fall ab 399 Produktion. Das siehst du am Lenkstockhebel, das siehst du auch an dem ovalen Spiegel. Ah, jo, da war ja was mit den Spiegeln, ne? Ja, die allerersten hatten keinen ovalen Spiegel. Und den rüsten sich alle nach. Oh, guck mal, was hier drin ist. Guck mal, hallöchen, wir kennen uns doch. Der kommt raus. Der wird so gar nicht gesehen. Ja, aber der ist auf jeden Fall irgendwo 99. Das ist auch kein echtes Facelift, weil du siehst, dass er noch die alte OBD-Buchse hat, ne? Ah, jo, genau. Geil. Ja. So richtig, so richtig die Dose. Die hatten das nachher nicht mehr, da ging es dann nur noch innen drin dran, ne? Da musst du mit so einem richtigen Prängel da dran. Okay, ja, schön. Daneben. Aber hier siehst du es auch drauf, Produktion 99. Das siehst du hier auf dem Motor immer. 99. Hier in dem Verteiler hier. Daneben haben wir einen E39 M5. Ja, der ist fertig. Das ist aber tatsächlich noch ein ganz, ganz... Farbe schön. Einer der allerersten. Siehst du den Unterschied? Der Regelsensor ist noch ein anderer. Ja. Der hat den ovalen Spiegel nicht und der Lenkstockhebel ist ein anderer. Ja. Okay. Na? Aber ansonsten guten Schuss die Kiste, ey. Kann man nichts sagen. Ja. Wir haben den jetzt soweit fertig gemacht. Das Problem ist, der sollte auch noch eine neue Kardanwelle bekommen. Aber die Welle ist erst in der ersten Oktoberwoche lieferbar. Deswegen haben wir ihn fertig gemacht, haben alle Probefahrten durch und nachher noch Kardanwelle wechseln und dann kann dann abholen. Ja. S62 heißt der Motor, ne? Ja, 5 Liter V8. Wie viel? 5 Liter. 5? Ja, ich dachte 4 irgendwas. Ach was, 5? 5 Liter V8. Krass, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber M62 hat ja ganz am Anfang 4 Liter gehabt, dann 4,4. Ja. Und habe ich S62 gesagt? M62. Ja. Hat am Anfang 4, mit 3,5 gab es sie auch und dann 4,4 und S62 hat 5 Liter. Ach krass, das wusste ich nicht mehr. Ich weiß noch, das Auto kam zu einer Zeit raus, da war ich noch recht jung. Ich bin mal einen zur Probe gefahren. Ich weiß auch da mit Powerknopf, da gab es ja auch was. Der Wagen hat, glaube ich, 400 PS Serie mit Powerknopf und ohne 300. Nee. Powerknopf, das ist beim V10 so, dass er leistungsfrei geht. Bei dem doch auch. Nein, der wird dadurch nur ein bisschen aggressiver und die Lenkung wird schwerer. Ach, nur das Kennfeld fürs Gaffel, ja, oder? Ja. Oh, guck mal, wieder was aus der Kiste geholt. Was ist denn mit dem Motor? Der hatte gar nichts. Also grundsätzlich der S62, alles gut? Ja gut, was heißt S62 ganz gut? Du findest ja von denen viele mit hohen Lauflastungen, ne? Wenn du jetzt im Netz guckst und mittlerweile fangen die Leute halt einfach an. Ich glaube sogar, dass der hier, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der hat auch nichts. Aber die Leute investieren halt einfach in die Basis des Fahrzeugs, ne? Weil du musst dir überlegen, du wirst in den nächsten 3-4 Jahren wirst du keinen M5 unter 30.000 kriegen, 30, 35. Mhm. Und solange wie der Motor noch läuft und alles cool ist, ist es auch überschaubar vom Machen her, ne? Ja, auf jeden Fall, klar. Weil wenn dir dann nachher was daherfliegt und du brauchst nachher einen neuen Block, nicht lieferbar. Ja, gut, okay, klar. Ja. Ich meine, mit 5 Liter Hubraum und 400 PS ist der Motor jetzt auch weit entfernt von, ja, ich sag mal, überzüchtet oder von das stimmt Überanstrengung. Aber die brauchen halt auch Pflege, ne? Ja, so wie jeder Motor, oder? Ich meine, welcher Motor braucht keine Pflege, wenn du das jetzt mal so betrachtest, oder? Also, klar, der V10, der hat für mich gefühlt schon das größte Pflegepaket nötig. Ja, deiner. Aber, ja, nee, aber auch sonst. Ich meine, Ölwechsel und so, aber was brauchst du denn sonst an Pflege? Regelmäßig Ölwechsel ist doch bei allen Thematik, ja, oder nicht? Ja, gut, hast du recht. Inzwischen in der großen Krabbe. Gut, jetzt komm, lass uns dein finnisches Schätzchen mal angucken, weil der ist ja wirklich wie aus dem Ei geteilt, oder? Ich habe auch schon aufgemacht. Der kommt jetzt gleich weg, um Vorderwagen und Spiegel zu lackieren. Ja? Aber hier ist soweit halt wirklich alles cool. Guck mal. Unfassbar. Ja, erzähl mal die Geschichte, wie bist du drauf gekommen? Also ich meine, Imola Rot ist ja schon, habe ich gerade schon gesagt, eine geile Farbe. Muss man sich irgendwie zu trauen, aber ich finde es ein Traum. In Rot kommt er echt gut.
Ja, Hintergrund ist eigentlich ganz simpel. Wir haben ja den Kombi gebaut. Mhm. Und ganz kurz, also Hermann hat einen E39 M5 Kombi. Der ist jetzt leider nicht da, aber den zeigen wir euch mal, wenn wir mit unserem Kombi da sind. Dann machen wir mal so eine kleine Kombi-Treffung. Ja, ja. Aber du hast ja auch noch den V10-Kombi. Ja, ja. Da können wir mal so richtig schön alle... Deswegen habe ich auch den V10 gekauft, wegen dem E39 in schwarz, dann den V10 in schwarz. Und ich wollte einfach eine vernünftige Limousine haben, die du stehen lassen kannst. Hast du noch einen F11-Kombi in schwarz? Nein. Ich wollte halt einfach nur eine schöne, saubere Limousine haben, jetzt, wo sie preislich noch halbwegs gehen. Ich meine, die Preise gehen gerade im Netz weit auseinander. Mhm. Aber trotzdem war der auch nicht billig. Aber ich glaube wirklich, dass du hier echt keinen Cent mehr platt machst. Ne? Und dann hast du im Grunde ein Auto, was massig Spaß macht. Dürfen wir fragen, was der gekostet hat? 38. Das ist aber dann relativ okay, oder? Das ist recht. Es ist hoch, meiner Meinung nach. Ja, ist viel Geld, gar keine Frage. Ja, aber wenn du mal guckst, wie gerade stehen, ähnliche Laufleistungen, ne? Und teilweise auch ältere Modelle, also wirklich die allerersten, dann gehst du ganz schnell Richtung 40, 45, 48, teilweise sogar 50.000. Ne? Das entwickelt sich gerade ähnlich, wie es damals auch der luftgekühlte Porsche-Markt gemacht hat, dass da teilweise echt Preise aufgerufen werden. Und alle anderen, die günstigen, korrigieren natürlich nach. Mhm. Ne? Du kriegst im Moment ja gar keinen, auch kein Schund unter 18.000, 19.000. Vor 3 Jahren hast du die waren die billigsten bei 11, 12, sowas. Ja. Konntest du noch was schießen, ne? Überleg mal, was unser gekostet hat, unser V10 und dann. Ja, ja. Aber hier ist es auch wieder was anderes, ne? Also das. Ja, dafür musst du dich halt begeistern und das tue ich halt. Ich find's auch schön, weil ich muss sagen, was mir auch an dem 60 so gut gefällt, ist, dass die Autos einfach noch andere Ausmaße haben. Dass du einfach noch, du hast nicht so ein F90, geiles Auto. Aber riesig. Aber was für ein Schiff einfach. Das ist, ne? Das ist im Grunde wie ein 7er früher. Ja, ja, ja. Muss man überlegen, was das für ein Schiff ist. Und heutzutage ist der aktuelle 3er, so groß wie der 5er damals. Ja, ja, das ist echt heftig. Du bist also nach Finnland geflogen. Genau, wir sind nach Helsinki geflogen. Freunde mitgenommen und dann kam der Kerl auch direkt an den Flughafen, hat uns abgeholt. Sind wir kurz ein Ründchen gefahren, dann haben wir dann Bahnhof gebracht. Die Kohle habe ich einen Tag vorher dann überwiesen und dann war alles cool. Aber Fähre war natürlich echt ätzend, ey. Und dann bist du zurückgefahren, also mit der Fähre? Auf der Fähre, genau. Die fährt 29 Kiel? Stunden. Und du musst halt 2 Stunden vorher schon da sein. Und okay, den ersten Abend, da hatten wir noch ein bisschen Spaß, aber der zweite Tag. Es zieht sich so lange. Und dann noch von tagsüber auf der Fähre ist natürlich Terror. Und dann noch von Travemünde nachts noch zurück. Das haben wir in 4 Stunden gemacht. Da haben wir den Deutschland-Thema richtig ausgefahren. Okay. Ja gut, aber zurückfahren war wahrscheinlich keine Option. Dann kommen ja direkt 3.000, 4.000 Kilometer vielleicht drauf. Aber wie viel? 2.000? Wie viel sind das bis dahin? Helsinki? Oh, ey, ganz ehrlich, 2.2, 2.4. Timon, schreibt es rein. Ja, genau. Timon regelt. Ja, nee, aber wunderschön, wirklich. Also muss ich sagen. Du siehst halt auch der Zustand, ne? Sitze. Irre. Ja, irre. Gut, Lenkrad haben wir jetzt schon getauscht. Da habe ich extra eins gekauft, was nicht nachgeledert war. Den Schaltknopf habe ich noch gemacht. Das Navi mit dem Rechner und dem Videomodul hinten. Geht ja auch alles ganz schnell. Ich hatte das Zeug sowieso noch alles hier rumfliegen. Ja, das ist und ja dann haben wir das schnell gemacht. Ja, aber irre. Also auch der Sound wieder. Also, ja, Eisenmann hatte der schon drunter. Ja? Ja, ja. Okay, ich wollte schon sagen, für Serie wäre schon wirklich heftig gewesen. Nee, nee. Aber das ist ein Eisenmann Sport oder ist das was Illegales? Nee, das ist Sport. Okay. Und von dem her. Klingt super. Und auch mit der mit dem Handschaltung, ne? Ja. Also der. Vor allem, das fährt sich so harmonisch. Ja, gerade nur die drei Meter schon. Ja, ja. Also wirklich schön. Ja, von daher. Ne, ihr seht jetzt hier im Hintergrund haben wir noch einen Alpina D10. Ja, das hier auch noch geholt. Ja, der war halt für 10.2 inseriert. Gibt's halt selten, ne? Ich wollte eigentlich das Auto für Kunden haben. Die dann schon mal rausgeben kannst. Ja. Ne, wenn einer mit dem M5 kommt, dann kannst du dem Alpina einen Leihwagen geben. Ne? Alles klar. Ich meine, das ist auch mal eine Sache, oder? Also, ja. Nicht schlecht, gute Idee. Aber hast du nicht Angst, dass sowas dann. Ich meine, sowas ist doch auch schon irgendwie. Ja, ey, du, aber was soll passieren? Ich hab noch einen zerlegten Motor im Regal liegen. Und im Grunde ist es M57 Basis. Ne? Mhm. Lader hat er schon neu gekriegt, Injektoren hat er neu bekommen. Aber man merkt, der Kiste halt einfach anders alt ist. Ne? Der ist 300 runter. Von innen eigentlich noch cool, aber ich habe den am Ende für 7,9 gekauft und ich weiß im Moment noch nicht, was ich damit mache. Weil halt kein Partikelfilter, ne? Du kannst damit keinen durch die Stadt fahren lassen. Mhm. Das Ding quästert hinten raus. Das ist ja, das ist eine spannende Thematik, das wollte ich mal bei größeren Dieseln mal versuchen auf dem Abgasprüfstand. Man könnte ja eigentlich Abgasreinigungstechnik aus den neueren Modellen verbauen und gucken, ob das
das klappt. Aus den neueren nicht, aber Nachrüstpartikelfilter, ne? Ja, ich würde es mit neueren Sachen versuchen und das dann halt mit Zusatzsteuerung irgendwie hinkriegen. Aber es ist halt ein Thema für sich und das macht halt keiner, ne? Keiner geht einfach so als Mir Diesel fehlt dran. Aber auch schlichtweg die Zeit, mich darum zu kümmern, ne? Eigentlich kannst du auch überlegen, weil das Auto wirklich in gutem Zustand ist, ob du nachher nicht vielleicht zerpflückst. Kriegst wieder für die Alpina-Räder schnell mal 2,5. Ja, aber das wäre schade. Ich meine, es ist halt mega schade. Ne? Aber ich überlege halt auch, vielleicht nehme ich die Innenausstattung für unseren Kombi noch. Mhm. Weil ansonsten beledern, wenn du es gut machen willst, legst du schnell mal wieder bei 4 bis 5. Locker. Ja. Und dann war das Auto für lau. Ich sehe gerade, also Alpina, das ist jetzt D5 oder D10? D10, das heißt, die haben den... 9 heißen D5. Die haben den dann auf Biturbo umgebaut, weil das war ja früher kein Biturbo, oder? Nee, beim M57, M39, einfacher Turbo. Auch beim E60 war es doch eigentlich, also außer der 535, bei der 530 waren, war doch... Waren die alle mit einem Single-Turbo. Naja. Im Grunde ist das hier so die Vorstufe zu dem 535. 535, genau. Ja, geil. In der 245-Serie, wir haben den jetzt gemessen mit 238. Na, man muss natürlich hier und da mal ein bisschen gucken, wir haben einen Ladelufttemperatursensor. Fehlt einfach die Zeit. Ja, klar. Nee, aber voll schön. Danke, dass wir uns das hier einmal angucken durften. Oh, gerne, hier so zwischen den Motoren. Hier, den erkenne ich auf jeden Fall. Ja, den Kollegen. Und so den ein, auch. Das ist so ein Schund, wie du den hast. Ey. Ja, ernsthaft. Ja. Reden wir gleich drüber. Du hast, glaube ich, gerade einen offen, ne? Hast du gesagt. Ja. Reden wir gleich drüber. Aber schöne Autos hier. Weißt du schon, sollen die ersten sein, ne? Also so wie es aussieht, war noch keiner dran. Ob hier vielleicht ein Austauschmotor reingekommen ist? Ganz ehrlich, ey, man wird meinen, da ist der zweite Motor drin. Und dann machst du den auf und dann ist Terror. Ja. So, ne? Steckst ja nicht drin. Da ist ein bisschen was weggegammelt, ein paar Schrauben sind abgerissen, weil er ein bisschen Korrosion hat am Unterboden. Da war aber auch schon alles vorbei, ne? Ja, guck mal hier, was da an Kupfer rauskommt. Genau auch in der Mitte, ne? Da war schön Dreck drin. Ja. Ey, dann brauchst du gar nichts machen. Ja. Schale müde. Schale schlafen gehen. Ja, die waren schon so fest verbunden mit der Welle, die musste echt runterschlagen. Ja. Aber ist dann auch alles vorbei. Können wir nichts machen. Wir werden jetzt irgendwie nach Hause kommen mit einem anderen Auto und dann